Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der mögliche Verkauf der Hanauer Plutoniumfabrik nach China sorgt in der Koalition weiter für Diskussionen. Von SPD-Fraktionschef Müntefering kommt der Appell, das von Kanzler Schröder in Aussicht gestellte Geschäft nicht vorschnell abzulehnen. Erstmals äußerten sich auch die grünen Minister Fischer und Trittin. Beide verwiesen auf das laufende Prüfverfahren, für das das Außenwirtschaftsgesetz maßgeblich sei. Als hessischer Umweltminister hatte Fischer die Inbetriebnahme der Anlage Anfang der 90er Jahre verhindert. Jürgen Trittin auf sicherem Boden bei der Verleihung des Umweltmedienpreises. Hier musste er sich keinen kritischen Nachfragen zum Verkauf der Hanauer Atomanlage stellen. Der Verkauf, das betont er, falle nicht in sein Ressort und gesteht doch ein, glücklich darüber sei wohl keiner der grünen Minister. Keiner von uns möchte, weder Joschka noch Renate, ich glaube auch viele Sozialdemokraten, hat irgendein Faible dafür, dass da diese Anlage rumsteht. Die entscheidende Frage, die zu prüfen sein wird und die entscheidend sein wird, ist der Umstand, kann man Siemens rechtlich einwandfrei daran hindern, sein Eigentum zu verkaufen? Die zentrale Frage, wie wird diese Anlage in China genutzt werden, zivil oder militärisch? Als ein Baustein kann sie letztendlich der Produktion von waffenfähigem Plutonium dienen. Aber das wolle man gar nicht, ließ China heute verlauten. Der Politiker, der für die Einmottung verantwortlich war, sieht eine bittere Entscheidung auf sich zukommen. Wenn Sie mich nach meiner politischen Auffassung fragen, was ich davon halte, dann kann ich Ihnen offen sagen, das ist sehr wenig angesichts meiner bekannten Position zur Atomenergie. Wichtig dabei ist vor allen Dingen, dass jegliche Form von militärischer Nutzung ausgeschlossen wird. Hier in Berlin müssen sich die grünen Minister nun der Diskussion stellen. In Fraktion und Partei gibt es Aufklärungsbedarf. Aber kaum ein politischer Beobachter rechnet damit, dass der Verkauf noch zu verhindern ist. Für manch Grünen eine Kapitulation, denn damit würden grüne Grundsätze geopfert. Die Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland werden zwischen 35 und 600 Euro kosten. Darauf hat sich nach zähem Ringen der Fußball-Weltverband FIFA geeinigt. Damit kostet die günstigste Eintrittskarte deutlich weniger als bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Dort wurden die billigsten Vorrundenkarten für 51 Euro angeboten. Die Harmonie zwischen WM-Organisationschef Beckenbauer und FIFA-Präsident Blatter scheint angesichts solcher Bilder wiederhergestellt. Der Streit um die preiswerten Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist seit heute endgültig beigelegt. Wenn ich heute Morgen gehört habe, wie viel Arbeitslose das im Moment in Deutschland ist, habe ich gesagt, also mea culpa, wenn ich mal nicht so entschieden dafür war, muss ich sagen, ich habe dann das unterstützt und habe es dann auch durchgebracht. Und so bin ich jetzt eigentlich auch sehr zufrieden. Zufrieden dürften jetzt wohl auch die Fußballfans sein. Die Eintrittskarten kosten im Billigsegment 35 Euro in der Vorrunde und steigen bis zum Endspiel auf 120 Euro. Die teuersten Tickets sind bei den Gruppenspielen für 100 und im Finale für 600 Euro zu haben. Viel Arbeit war nötig, um das FIFA-Exekutivkomitee von den günstigen Tickets zu überzeugen. Besonders die Angst vor Schwarzmarkthandel ließ die Mitglieder lange zögern. Wir könnten es durch diese Maßnahme forcieren. Wir haben gesagt, nein, das überlasst es uns, vertraut uns, das wird nicht passieren. Also wir mussten da schon Überzeugungsarbeit leisten. Zu kaufen sind die Karten frühestens Ende 2004. Bis dahin muss auch noch geklärt werden, wie hoch der Anteil der preisgünstigen Tickets ist. In den südfranzösischen Hochwassergebieten gehen die Pegelstände nur langsam wieder zurück. Etliche Orte sind immer noch vom Strom- und Telefonnetz abgeschnitten. Die Rhone führte auf dem Höhepunkt der Flut so viel Wasser wie zuletzt im 19. Jahrhundert. Weil die Fluten auch ins Trinkwassersystem eingedrungen sind, müssen die Einwohner vieler Städte, wie hier in Nîmes, anstehen, um sich mit Mineralwasser zu versorgen. Zehntausende harren weiter in Notunterkünften aus. Sechs Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Dezember.